So, wir sind jetzt hier an der nächsten Station. Wir sind hier in der Seilergasse. Die Seilergasse ist die kleine Gasse zwischen dem Schellbau des Gutenberg-Museums und dem Druckladen, wo man selber etwas produzieren kann, etwas herstellen kann. Und dieser Druckladen hat hier auch sogenannte Schaufenster, damit man mal reinschauen kann, wenn die Kinder da kräftig am Arbeiten sind. Und hier hängt ein tolles Pergament. Die Leute fragen immer, was ist denn eigentlich ein Pergament? Wo kommt das her? Oder was ist das? Pergamentpapier, das Wort kennt ja jeder, hat aber mit dem eigentlichen Pergament nichts zu tun. Das Wort Pergament kommt von Eumen, von Pergamon, ein König, der einen Beschreibstoff gesucht hat, um eine Bibliothek zu gründen, nämlich um Bücher zu produzieren. Und einer seiner Minister hatte dann die Idee, eine Tierhaut, meistens Kalb, Ziege oder Schaf, nicht zu gerben, sondern zu kalken. Dann hat man es etwas mit einem Messer bearbeitet, mit einem sogenannten Mondmesser, so nennt man das, hat es geschabt, ist es dünner gemacht und hat es dann zum Beschreiben benutzt. Gutenberg hat hier in Mainz ja die Bibeln gedruckt und wir wissen, wir nehmen es an, dass er ca. 30 Bibeln auf Pergament gedruckt hat. Es gibt so das Sprichwort, das geht nicht auf eine Kuhhaut. Das kommt daher, dass man eben so viel zu erzählen und so viel zu schreiben hat, dass es nicht auf ein Pergament drauf ist.